Es ist Amen. Die Radix. Jetzt, wie sprichst du das Aleph aus? So. Du sprichst das O aus. Ich lese jetzt Aleph M, habe ich auch mal und gesagt. Er spricht. Und Arme ist ganz wichtig. Es oft heißt auch Waf, J, Diba. Heißt auch, und er spricht, er sprach. Es ist ein Unterschied, ob wir sprechen Arme oder ob hier Diba steht, also DBR. Es ist immer wieder der Schwerpunkt bei Arme, ist hier, wenn du das machst, bei Arme, der Schwerpunkt ist also hier dieses Denken. Versprechen, Bries, er wurde genannt, gesagt, hier anordnen, denken, anordnen, das ist die Arme-Schwerpunkt, der ordnet er an, okay? Jahwe, ja, du kannst jetzt das hier machen, Finger drauf an, ja. Klack, klack. L, hast du ja auch zu, wird immer zu, L ist, wird auch hier sehr oft als zu übersetzt, normal ist es Gott, okay? Aber das ist dann hier, wenn du magst, es immer in den einen Punkt reinfallen. Was ist Mascha? Schau heute unten hin. Mosche. Was übrigens Mosche ja auch heißt vom Lamm. Schau, weil das ist richtig, schau her, Mosse. Schau, das hast du jetzt hier nämlich hier, ein Lamm, ein Schäfer, ein Saftjunge, ein Kleinvieh, eine Ziege. Das hast du auch vom Lamm, da muss ich hast du auch dann aus dem Wasser ziehen. Okay, Ella, L ist immer hoch. L ist immer, L ist auf, hoch, super, super. Wobei jetzt die Radix Ella alleine, wenn du magst, schau mal, wenn du Ella anblickst, schau mal, wie weit es da geht. In den dicken Zweier sind jetzt, glaube ich, vier oder fünf Seiten, wo nur diese Radix beschrieben wird, was das bedeutet. So, das ist ja, wenn du meinst, das ist schon zu viel, aber es ist einfach dein augenblickliches Licht. Ella ist immer hoch, schau, lies mal ganz kurz vor, ich bin heißer. Hinaufsteigen, Schleider. Du sagst das Laubblatt, Laub, Brandopfer, Unrecht, Brandopfer, Stieg, hinauf. Ja, lass ganz die Hauptdinger kurz, wurde aufgenommen, befestigt, Stieg, Pranger, die Wuchs, er stieg. Du merkst, dass es Wuchs, hinaufsteigen, auftauchen, übrigens auch die Raubsraum. RM, RM hast hochheben, ist im Prinzip fast dieselbe. RM, wenn du hast R auf M, Rom ist auch immer aufstellen, auf ist auch diese Bewegung, dass irgendwas auftaucht. Eine rationale Gestalt RM geht auch auf. Okay, dein augenblickliches Licht, das dir wahrnimmst. Weiter. Eli, was ist denn das? Eli ist mein Gott. Eli? Ach ja, Eli, mein Gott. Eli, Eli, Lemma Sabachthani. Gott, Gott, richtig. Psalm 22. Weiter. Schau mal, was da jetzt steht. Mach wieder den Fall. Hahara. Schau mal, was das hast. Berggebirge. Schau mal, dann letztes Hara machen. Schau her. Habe ich die heute halt schon mal besprochen. Einzeln übersetzen. Schwanger, wurde empfangen. Du gehst eigentlich immer mit HR, heißt ja die Wahrnehmung deiner Rationalität. Du gehst immer mit der Wahrnehmung in deiner Rationalität. Schwanger, das heißt, du bist ja die Frau symbolisch und dann kriegst du vor dir, stellst du vor dir was hin. Dein Berg. Aber immer wachen Geist. Okay, weiter. Schau, wenn jetzt das nicht geht, weil man Einzelding macht, hat, so. Musst einmal rumgehen und dann geht es wieder. Ne? Das ist, wenn du einzeln machst. Und? Immer H-I-H, H-W-H, H-W-H, H-I-H, heißt immer sein. Es ist hier schon wieder, und es wird sein, es ist, es war, es stellte, du merkst schon die Wunderform, es immer ist sein, sein werde. Gut, weiter. Schon. Der Name, ja. Weiter. Die Radix T-N, T-N-H, T-N-D heißt immer geben, weiter. Geben, geben, immer die Radix, TNT, TNH, TN, hast immer geben, geben, übergeben, die Unterform. Zum Beispiel, wenn du vor Grundradix fängst, wenn du die minimal umhandelst, bleibst du immer im Kontext. Es ist wirklich nicht viel Wörter. Das trainiert sich auch, wenn du das so liest und neugierig wirst und es immer wieder wiederholst, hängt sich das fest. Und jetzt ist es ein anderes, ob ich jetzt was stur abspeichere und erinnere dich, was ich sage, wenn du jetzt Türkisch lernst, müsstest du einfach absolut blind wie eine Maschine programmieren, das Bild ist das Geräusch, das Bild ist das Geräusch. Das hast du nicht nötig, weil das über den Intellekt, über die Fähigkeiten machst, weil das ja die Bilder und diese Worte zusammenhängen. Und da haben wir jetzt das Lachwort und schauen wir, was da steht. Tafeln, Platten, Tablette, Planken, Bretter, Verteidigungen, Furcht, Aufschrecken. Sowieso. Was hier der Witz ist, dass, wie gesagt, dieses Wort verkehrt übersetzt ist, weil Lach nämlich für sich alleine. Lebensbeschäft. Lach alleine heißt das einmal hier, schau hier, frische Lebenskraft. Klaus. Und jetzt wird hier aufgrund die Tafel, die Platte, die Planke, die Vertiefung, ich sage immer, du kannst da Waff reinmachen, aber laut Wörterbücher ist ohne Waff ist es die Lebensfrische, mit Waff ist es die Planke und es darf am Ende heißt Besitz.
Das heißt, ich habe Lebensfrische. Okay? Und die März, ich habe Lebensfrische. Stimmt? Wenn wir dieses Lachen natürlich jetzt spiegeln. Einzeln, schau. Kann ich das umdrehen? Jetzt hast du hier übersetzt, das ist die Taste hier. Dann wird es gespiegelt übersetzt als Koll. Und Koll ist dann unheimlich, profan, gewöhnlich, nicht heilig, ungeweiht, gewöhnlich, Wall, Wellgraben, Mauer, Vormauer, Besänftigung zu erweichen, was hier nicht drin steht, ist das Weltliche, aber du weißt ja, Koll ist das Weltliche auch mit Waff. Das ist aber das Unheilige, weil die Welt ist nicht heilig, die ist unheil, weil sie zerbrochen ist in einem unheimlichen. Heil ist einfach das, ja. Heil ist die ganze Welt. Aber was ich in der Welt sehe, ist das immer eine Vielheit von Wellen und da sehe ich bloß das, was auftaucht. Mhm. Und das, was ich dazu konstruieren muss. Wenn wir einen Baum machen, ich habe ein Gedicht, der Baum. Darf ich da mal rumklettern? Ein langes ist aber länger. Es ist gut. Wann wollt ihr essen? Ich werde ein bisschen dunkel. Wann wollt ihr fahren? Also, wenn wir gegessen haben. Ich denke, wenn der Hoffmann in der Habe ich noch, wo ist der Stift? Wir bereiten das jetzt vor, beim Essen. Okay. Ja, schon. Prima. Pass auf, ich mache jetzt das Gedicht, dauert normalerweise 2 Stunden, ich verkürze das etwas. Der Baum. Okay. Der Baum. Ein Gedicht. Der Baum. Mit den Wurzeln breitet er sich in der Erde aus. Mhm. Aber mit dem Baum, da schaut er raus. Ja, das hört sich an wie Arbeit mit Dichtern kommt schon. Schau. Spiegel. Das ist also hier immer wieder, wenn du dir bewusst was anschaust, wirst du feststellen, wir waren mal die Wellen, das was rausschaut, ist immer bloß eine Hälfte. Ja. Aber es braucht ja irgendwo Scharasch, was sind Scharasch? Schin. Wurzel. Ja. Wurzeln. Meinst du Urzeit? Spielst jetzt mal ey, dazu. Und das immer, da kriegst du immer wieder ein Gefühl. Und das Ganze kannst du hier schauen, dass das Lachen, du bist es hier auf das Unheilig, nicht heilig, wobei heilig dann wieder rein, auch die in der Totenwelt sind, die heilen, Rafa, heilen. Die Wahrnehmung in Eilen und das sind die Geister der Totenwelt. Mhm. Eilen wiederum, auch Eilen. Halt, das wollte ich dir auch noch zeigen, was du jetzt machen kannst. Schau her. Das war die zweite Batterie hier. Und wenn wir jetzt, ich mache jetzt das einfacher, wir holen es hier rein so. Schau, das ist jetzt, wenn du das da eingibst in Deutsch, ich sage immer, ich stelle das übrigens nicht da oben um, sondern wenn ich jetzt das habe, kriege ich hier irgend auf ein Wort, du kannst hier die Worte anklicken und das ist, wenn irgendwo hier dieses Wort, das du da rein, das steht überall, wo es da steht, wenn alle rauszuholen. Dass du zuerst einmal die Arznei, die Heilung, das Heilen im roten Heiligen Sinn. Schau mal her, jetzt die. Schau hier, das ist ja das Interessante. Das ist das eigentliche Heilen in Rot geschrieben. Das ist nämlich ein Geist, der bewusst 2 Wahrnehmungen hat. Siehst du es? Naja, das wäre jetzt das Heilen, das du mal rot schreiben müssen. Und schau mal, das ist. Schau mal, du magst doch die Nummer, das ist 13. Das ist der Geist, das ist JHWH mit beiden Seiten gleichzeitig. Das ist das Heil, was du unter Heilen verstehst. Das Heilen vom Rafa. Wenn wir jetzt runtergehen, sind jetzt längere moderne hebräische Wörter, da musst du nicht drauf eingehen. Weil da immer auch das Cholim, schau, La Cholim, eintreiben, gesungen, einholen wieder, das Chol, Le, heißt zu ihr kommt jetzt ein weltliches im Meer, was dann wieder eintreiben, schau, eintreiben, verheilen, vernarben, es wird wieder praktisch geheilt. Das sind aber so Unterformen, wo die klassischen Standardwurzeln, wo du nicht brauchst, und jetzt heißt Le Rafa, heißt zu. Zu heißt ausheilen, beheben, gesunden, heilen, kurieren, verheilen. Rofa. Und da ist immer heilen mit dabei. Schauen, wenn das jetzt nicht weiß, müssen wir da mal drauf machen. Du hast jetzt das klassische Heilen. Was ich jetzt mache, normal musst du es da oben umstellen. Ne? Kennst du bestimmt schon mal. Und der Tipp von mir jetzt, wenn du da umstellen willst, nimm einfach das da mal blind ein Wort hier. Okay, was wir haben, was ja jetzt eh schon drin ist, und dann schreibt er einfach, ups, habe ich nicht, dann schreibt er einfach hier das Neue rein.
weil das schnell ist, wieder oben das Umstellen. Ja. Und wenn du wieder zurückstellen willst, stellst du nicht da oben um, sondern da klickst du einfach auf das drauf. Dann macht das, setzt er das nämlich und dann kannst du hier mit Löschen einfach, bis dann stellst du es um, ohne da oben was umstellen zu müssen. Das ist eine gute Sache. Ich sage, ich bin bequem. Computer muss man bequem nutzen, ökonomisch. Ja, ja. Bin ganz, da bin ich ja richtig ein fauler Sack. Ich, das ist also alles. Warum soll ich das jetzt hier beim Umschalten? Wenn ich jetzt meine Programme aufmache, ich sage da genau jetzt mal meine, ich habe jetzt, du nicht raus. Wie sagt man da? Schau halt, wenn du es aussprechen willst, schau doch da noch, da ist doch erlaubt gewesen. Wobei das nur eine, das ist zur Zeit das klassische moderne Jiddisch. Jiddisch ist also diese, ist sehr sephardinisch angeregt. So, was da steht, ist das, was jetzt Israelisten das aussprechen. Aber wie das, was da steht und wie sich das anhört, haben wir ja ganz kurz angehört im Internet, oder hören lassen. Also ich als Udo, wenn ich jetzt, was ich zu meinem Rabbi gesagt habe, habe ich gesagt, ich würde jetzt sagen, dass ich das Hebräisch, das Ivri, in der Bibel, in der Tora, unentheilig, was ich mich zehnmal besser auskenne wie du. Ich spreche kein Ivri, wie du das kennst. Ich, wenn jetzt in Israel mit dir wäre, ich könnte dann nicht einmal fragen, ob dir Zimmer frei wird. Ich könnte es aufschreiben, aber ich spreche es nicht aus. Verstehst du, was ich jetzt meine? Ja. Weil das, dieses Gewicht, und ich kenne ja viele Aussprachereien, ist nicht an den Heiligen das. Also müsste ich das auf einen Zettel schreiben und den lesen lassen. Ja. Wenn ich jetzt sage, wie hast du das, muss ich mich überraschen lassen, weil mich das nicht interessiert. Das ist, da will ich mich nicht zu damit. Gut, ich habe es ja auch irgendwie mal gelesen, dass man das damit erteilt. Wenn jetzt zwei Sachen da stehen. Ne? Sternchen ist veraltet, sagt die Dinge. Nein, das ist alt. Ist das veraltet? Sternchen, das ist Althebräische, was nicht mehr im modernen Hebräisch gebräuchlich ist. Das ist eigentlich aber umso älter, umso weiser. Ja. Okay, Sternchen hast eigentlich, ist nicht mehr im normalen Wortschatz, aber findest du manchmal, drum ist im Gesenius oder in den Elternbüchern, wo Bibel sind dann nochmal Umschreibungen, die du in den Tag gar nicht mehr als Radix findest, okay? Und Gaha? Geha. Und das ist immer dieses Spiel. Aber was das Ganze, die Aussprache jetzt macht, die steuert die Grammatik, denk an das J am Ende, und darum wird aus hier, aus dem Heilen, dann die Heilung. Obwohl es dasselbe Wort ist, je nachdem, wie du es aussprichst. Aber wenn ich jetzt doch das vereinfachen will, darum sage ich, du musst dich nicht auf die Grammatik aufgehen, du musst den Grundkontext verstehen. Es gibt ja eh bloß hier und jetzt. Ich sage immer wieder, die Grammatik macht in dir das Gefühl von Vergangenheit und Zukunft. Ich spreche jetzt zu dir, Andreas. Ich sprach gestern zu dir und ich werde morgen nicht mehr zu dir sprechen. Alles, was passiert, passiert immer jetzt, und durch die Grammatik erzeuge ich dir das Gefühl von gestern, obwohl ich trotzdem jetzt, ich kann nur jetzt zu dir sprechen. Denk an unsere Aufnahme, die wir jetzt machen, die du jetzt anhörst und wo du glaubst, es war vorher, oder umgekehrt, solltest du die Aufnahme dir nochmal anhören. Ja. Nochmal anhören heißt, du wiederholst, aber du kannst nur hier und jetzt wiederholen. Ja. Verstanden jetzt? Ja. Pass auf, um eins noch und dann mache ich Schluss. Das habe ich beim Wandern erzählt, irgendwo, wo ich rumgelaufen bin. Du brauchst erst einmal zwei Bilder in dir, es sind dann eigentlich mehr. Aber jetzt, dass du das Prinzip verstehst, du hast jetzt eine Realität, das ist jetzt der Udo. Schau mich an. Ja. Das ist ein Bild, okay? Mhm. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich mit Worten ein zweites Bild in dir. Du denkst jetzt einmal hier ganz gezielt an deine Haustür. Das ist auch ein Bild. Beide Bilder sind hier, eins ist real und das andere Bild ist feinstofflich. Und wir nennen jetzt den Udo 5. Und deine Haustür nennen wir 3. Einfach das Bild nennen wir so. Du kannst jetzt Bilder unterschiedlich verknüpfen. So wie Ziffern, ich kann sagen 5 plus 3, 5 minus 3, 5 mal 3, 5 mal 3. Dann wirst du jedes Mal ein anderes Ergebnis haben. Und ich werde jetzt zeigen, je nachdem wie du die zwei Bilder, die jetzt da sind, das reale Udo-Bild und der Gedanke an deine Haustür, wie du das so verknüpfen kannst, dass, obwohl das nur diese zwei Bilder waren, wir verändern nicht die Bilder, ich erzeuge jetzt in dir mal das Gefühl von Vergangenheit, die du jetzt empfindest, indem wir diese zwei Bilder so verknüpfen, dass du jetzt dran denkst, wie du aus der Haustür raus bist, bevor du hierher gefahren seid. Wie du gerade, wie du losgefahren bist, wie du aus der Tür rausgehst. Wenn du den Moment jetzt denkst, du brauchst das Jetzt-Bild und das Bild von deiner Haustür, und die sind jetzt so verknüpft, dass du das Gefühl hast, dass das früher war. Okay?
löschen. Okay, du hast jetzt den Udo und du hast das Bild von deiner Haustür und jetzt ungefähr erzeug einmal in dir das Gefühl, wie weit die jetzt weg ist. Denk sie dir mal aus. Bewusst natürlich ist klar, aber pass auf, jetzt hast du das Gefühl von Vergangenheit, von Entfernung. Ja. Entfernung, du merkst, es kommt immer wieder. Ja, du hast das Gefühl von Entfernung, das ist klar mit Holofilien, aber du erzeugst jetzt bewusst das Gefühl, bewusst, weil wir wissen ja, dass wir es uns ausdenken, dass, aber überhaupt kein Hauch, dass das irgendwie von gestern oder vorher war, weil du ja nur die Entfernung jetzt, du fokussierst dich nur auf das Gefühl von Entfernung. Und jetzt bleiben wir wieder löschen. Jetzt denkst du dir, wenn du morgen wieder das erste Mal die Haustür siehst, dann hast du das Gefühl von Zukunft, weil jetzt verknüpfst du die Bilder so, dass du jetzt bewusst Zukunft, ein Gefühl von Zukunft erzeugst. Vergangenheit und Zukunft, was immer nur jetzt gedacht wird, sind Gefühle. Auch das Gefühl von Entfernung ist ein Gefühl und du musst den Fokus drauf legen und das veränderst du durch die Grammatik. Macht Sinn, ne? Ja. Macht alles irgendwie, ich finde, macht so viel Sinn. Ich werde. Und du weißt immer mehr, es ist wirklich ein Computer, Sprache ist ein Programm. Mach aus. Mach aus, endlich. Endlich.